Was? Nee, da war nichts. Habe ich mal eingebildet. Na dann hier weiter im Text. Los. Erzähl, 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 was geht ab. Ja. Der Typ ist mir irgendwie nicht geheuer. Man hört ihn nur, man sieht ihn nicht. Er sagt uns, wo wir hin sollen. Ich lass mir nicht gerne sagen, was ich zu tun habe. Nö, nein. Oh, speichern. Speichern ist immer gut. Speichern ist immer gut. Ich habe immer so einen Schiss, dass ich hier irgendeinen Speicherpunkt übersehe und dann sterbe und dann, oh, was weiß ich, wie viel nochmal spielen muss. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Bier ist gut, sagt mein Arzt. Vorräte. Ich auch. Nein. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Nicht mein Arzt. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode zu dem Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssen den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Ja, und wieder mal müssen wir die Drecksarbeit für die ganzen Leute machen und wahrscheinlich werden die uns nachher eh nicht helfen. So, was ist hier jetzt los? Ich hätte keine Angst. Ich würde ihnen sagen, hey, verpiss dich, du scheiß Alien. Und das Alien würde sagen, was, alle? Und ich würde sagen, okay. Und dann wäre das Alien so verwirrt, dass du auch verwirrt bist. Wie oft habe ich Alien gesagt? Wenn wir mal durchzählen. 1, 2, 3, 4 Mal. Geht doch noch. Ich weiß aber nicht, ob das Alien sich davon abschrecken lässt, jetzt mal ernsthaft. Wahrscheinlich würde das Alien dich angucken und dann so, ach, trotzdem töten und essen. Und dann wäre die Geschichte auch erledigt, zumindest für ihn. Der würde sich denken, ey, du bist verrückt, ich töte dich trotzdem. Ich glaube, mit Verwirrtheit kann man bei dem nicht punkten. Glaube ich zumindest nicht. Ich meine, wir könnten es mal versuchen, wenn wir ihn das nächste Mal sehen. Wir könnten uns auch in kleine Schränke verstecken. So. Was sollte ich nochmal machen? Ich habe schon wieder keinen. Na los, also arbeiten wir besser zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Naja, wir arbeiten zusammen. Na klar, nur weil du dich aus deiner Hütte da nicht raustraust. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen? Oh, okay. Tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Ich höre Geräusche. Ich liebe solche verzweigten Ecken. Weil ich immer alles angucken will und dann verlaufe ich mich und dann habe ich wieder keine Ahnung, wo ich bin und ja. Dann höre ich wieder nicht zu und weiß wieder nicht, was zu tun ist und ja, alles wie immer halt. Mausi, lass das! Entschuldigung, mein Hund frisst dich gerade auf. Da muss man mal was sagen. Das kann man so nicht durchgehen lassen. Ja, da brauchst du mich gar nicht so doof angucken. Ich guck doof zurück. Ich dachte gerade, der Typ hat geredet. Durch diese komische Spiegelung da an seinem blutigen Kinn sah das auch so aus, als würde er irgendwie den Mund bewegen. Hey, wir räubern ihn erstmal aus. Mein Hey, der braucht das nicht mehr. Was ist das? Kann ich hier es irgendwas machen? Warm. Was? Sie sind von Freunden umgeben. Was? Tragische Fälle. So weit weg vom Rhythmus der Erde. Vom Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle. Aber Molly hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Tja. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie. Eine Verschwendung meines Talents. Ja, wenn du sonst keine Sorgen hast, Mr. Doktor zu und zu, von und zu und so. Rede ich hier wieder jetzt eine Frau mit mir? Die Sonne steht hoch am Himmel über ihnen. Bald wird sie untergehen. Es folgen Sonnenuntergang, Nacht, dann Sonnenaufgang. Der Kreislauf beginnt von neuem. Licht wird zu Dunkelheit. Nacht wird zu Tag. Was nimmt sie? Ich weiß nicht, irgendwie hat sie, glaube ich, ihre Medikamente verwechselt oder so. Sie redet komische Dinge. So, wo sind wir denn hier? Möhrchen? Mach mal Radio an hier.
Oh, Schachspielen. Wer war denn hier am Gewinn? Ja, es könnte knapp werden. Ah, schon wieder dieses Ding, was mich so ein bisschen an Nintendo-Controller erinnert, so ein bisschen. Aber auch nur wegen der Farbe, wegen den Farben. Ah, Nintendo. Wirklich nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Ja, okay. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Coolman, Ende. Ah ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Hat sich auch voll so angehört, als hätte er keine Probleme. Also, nehmen wir ihm erstmal voll ab, weil was soll er sonst machen? Ich bin erstaunt, dass das hier noch so relativ ruhig ist. Ganz genau. Ah! Ja, so viel dazu. Echt, ich erschrecke mich schon vor Stimmen. Sachen gibt's. Das darf auch keinem erzählen. Nee, sollte man vielleicht lieber nicht tun. Aber andererseits, was soll's. Wo kommen wir hier hin? In irgendeinen Raum. Okay, hier kommen wir auch in irgendeinen Raum. Ja, und jetzt geht das schon wieder los. Das sieht danach aus, das sieht danach aus. Und das sieht danach aus. Ja, erschreckt. Ja, vor einer Stimme. Vor einer Stimme. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Na, Inventar voll. So können wir das nicht stehen lassen. Kann ich hier schon irgendwas basteln? Basteln ist gut. Basteln ist fein. Basteln, das darf auch mal sein. Genau hier. Ich muss ja meine ganze Scheiße aufstocken. Ich finde die Geräusche toll. Können wir noch einen bauen? Können wir noch einen? Nein, können wir nicht. Jetzt können wir das aber wieder mitnehmen. Haha. Revolver ausrüsten. Wir geben uns doch hier nicht mit irgendwelchen anderen Sachen ab. Was soll denn das? Sellerie. Genau, Ria. Sellerie. Möhrchen? Rettich? Reiner räudiger ranziger Rettich. Ach ja. Es gibt Dinge. Fehler in der Kommunikation. Nee, Quatsch, gar nicht. Medikamentenmangel. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulantiennachschub. Aha, für was denn wohl? Für was denn wohl? Uns geht der Vorrat aus. Und noch dazu scheint Coolman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Logs nach war es diese Woche schon 16 Mal. War er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Coolman reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Tja, dass die das noch fragen müssen, ne? Ich müsste da nicht fragen, ich hätte schon eine Idee. Der will die einfach nur alle für sich selbst? Quarantäne, schreib ihn an. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley ja. Kommt immer eine bei sich. 1702, muss ich mir merken, vergesse ich eh wieder. Warnung, Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge, ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Du könntest mal aufhören, mich anzuquatschen, damit ich hier endlich mal die Texte lesen kann. Ich wäre dir sehr verbunden, du komische Stimme. Zugriff nur für Führungspersonal. Quarantäneprotokoll, schieß mich tot, aktiv. Ach ja, das ist ja irgendwie das hier, Zugangsprotokoll, bla bla, was wir gerade gehört haben. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Ein Vorposten des Fortschritts. Beruhigte Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Allein, verwundbar und Lichtjahre vom Gesetzesvollzug entfernt. Wer konnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familien zu beschützen? Die Schattenseite dieses Arguments ist Sevastopol, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. Wundert mich ja nicht bei dem komischen Haufen hier. Sie dreht sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen.
Freunde und Nachbarn bleiben zurück zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und den vergessenen Träumen wissenschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Arm Schweine. Die Bewohner Sevastopols fühlen sich getäuscht. Angelockt vom Unternehmen, die nicht wahrhaben wollen, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehend gespalten. Das jüngste Vorgehen der Kolonialmarschalls gegen den Schwarzmarkt verstärkte die Feindseligkeit. Die Station scheint jeden Tag ein Stück näher an den Abgrund zurück. Ich würde sagen, wir sind am Abgrund angekommen. Fehler. Okay. So. Was sollte ich jetzt nochmal suchen? Finde die Dr. Morley Schlüsselkarte. Kriegen wir hin. Kann ich irgendwo speichern? Ich will hier nicht sein. Was hat denn bitte die Quarantäne auch ausgelöst? Das war eh bestimmt das Alien. Es will mich töten. Ich weiß genau, dass es mich töten will. Wie gerät unzureichend? Ihr seid unzureichend. Mutti? Ist ja toll, dass wir jetzt auch irgendwie keine Info kriegen, wo das sein könnte. Na toll. Quarantäne wurde ausgerufen. Ich soll mich jetzt hier durchschleichen, weiß nicht, wo der nächste Speicherpunkt ist und krieg eine Krise. Nein! Okidoki. Ich bin gar nicht hier. Lass mich in Ruhe. Oh! Fick dich. Wollen wir das uns angucken? Hallo? Luki-Luki machen? Ich bin begeistert. Ey, hör da auf. Mir ist ganz schlecht. Okay. So geht das nicht. Mami? Lass mich. Ich will das nicht. Ah, hör da auf, Mann. Kann ich mich hier drunter verstecken? Ja, ist erstmal gut. Hier fühle ich mich erstmal sicher. Fürs Erste. Oh oh. Es hat gepiept. Oh oh. Ah, es läuft weg. Gut. Wenn es da lang gelaufen ist, laufe ich erstmal gleich hier lang. Die Frage ist, ey, wo finden wir jetzt dieses doofe Teil? Ich weiß nicht. Wo waren außerdem... Nein! Ah, komm, mach keinen Scheiß! Ich muss weglaufen! Na! Es war so klar. Ich glaube, wenn ich weggehe... Nein! Mutti! Ah, wo war denn der letzte Speicherpunkt? Ich krieg eine Krise. Ich glaube, wäre ich weggeschlichen, hätte mich das noch nicht mal gesehen. Aber nein, ich kriege ja gleich hier wieder Panik. Oh, und das war da im Raum. Ich kriege eine Krise. Ja, hier, quatsch deinen Scheiß noch mal. Halt die Klappe. Lass mich durch. Los, jetzt. Ich muss hier durch. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Weiß ich doch nicht. Frag mich doch nicht so schwere Sachen. Besonders Recklenlage auf der Station. Wo muss ich überhaupt hin? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Der war ja niedlich. Wer war niedlich? Das Alien ist niedlich? Ja, na sicherlich. Mit dem kannst du kuscheln. Ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Vor allen Dingen mit dem an deiner Seite hast du wahrscheinlich mit niemand anderen mehr Probleme. Ich glaube nicht. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Da schrecke ich mich schon wieder vor der Stimme an genau derselben Stelle. Das darf auch keiner sehen. Mutti. Ja, Gerät unzureichend. Mann, du bist unzureichend. Oh Mann. Habe ich mich nicht eigentlich gerade eben noch beschwert? Das ist doch noch gar nicht lange her. Oh, wir haben das Alien ja noch nicht oft genug gesehen. Ja, eben. Ja, siehst du? Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Naja, bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja.
Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Systemscan zur Entdeckung möglicher Quarantäneverletzungen erfolgen alle 15 Warnung. Minuten. Ist ja toll. Quarantäneverletzung in der Krankenstation. 1702 war das, ne? Ich versuche, muss mir das merken. Was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. So, jetzt gucken wir mal gleich, wo es hinläuft. Es kommt jetzt da eh raus. Ich weiß das. Ah, ich finde das viel so geil, ne? Ich liebe auch die Filme. Ich finde das viel so geil. Tschüss. Bestell schöne Grüße, okay? So, es ist links abgebogen. Da war der Speicherpunkt. Da muss ich jetzt erstmal gleich hin. Ja, ja. Oh, guck mal, es ist da hinten reingegangen. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch hin, wenn das Alien da reinkommt. Cool. Wenigstens haben wir jetzt schon einmal gespeichert. Dann können wir uns nämlich den Klumpert hier gleich wieder sparen. Ach nee, da hinten sind wir doch vorhin auch reingekommen. Oh, die Frage ist jetzt, wo finden wir denn die doofe Karte? Wenn hier irgendwelche Türen offen sind, die vorhin nicht offen waren. Ey, ich habe keine Ahnung. Gibt's ja eigentlich eine Legende? Ich weiß gar nicht, was die ganzen Symbole bedeuten. Oh, nimm mal das mal so lang. Gerät, Werkzeug, Waffe. Hä? Was haben wir denn hier für Symbole? Privates Terminal. Okay. Was ist das da? Speicherpunkt. Es gibt zwei Speicherpunkte hier sogar. Ist ja auch spannend. Leiterzugang, naja, das Symbol erkennt ja wohl jeder, darauf wäre ich ja jetzt fast nicht gekommen. Neukalibrierung, ja. Warte mal, was war das andere nochmal? Was bedeutet das Ausrufezeichen? Von Interesse. Ah, es verrät uns ja jetzt rein theoretisch, wo wir hingehen könnten und so. Okay. Alter. Oh, ich glaube, die begehen da gleich Mord und Tod. Schlag. Du hast mich gar nicht gesehen. Kuckuck. Ha, es sieht mich nicht. Wo wollte ich hin? Und eigentlich, ja. Hier lang geht auch. Und ich schleiche durch die Gegend. Das Alien wird mich einfach nicht sehen. Hoffe ich zumindest. Ja, da komme ich doch eh gar nicht lang. Warum gehe ich denn da überhaupt lang? Da komme ich doch aber auch nicht lang. Wie soll ich denn da hinkommen, wenn ich hier nirgendwo hinkomme? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich gerade quatsche. Aber hey, ich muss da hinten. Ich muss da durch und komme ich. Nee, da komme ich auch nicht hin. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie komme ich da hin, wo das von Interesse ist? Oh oh. Geht es weg oder kommt es. Nein, du hast mich nicht gesehen. Oh, komm schon, du hast mich nicht gesehen. Nein! Alter. Oh, geil. Geil. Finde ich gut. Kann öfter so laufen. So, jetzt aber mal ernsthaft. Ich gehe jetzt einfach mal einmal da lang. Wir müssen doch da irgendwie hinkommen. Oh, mich schüttelt's gerade. Geradeaus? Ich habe da gerade hingeguckt, ne? Nein, nicht geradeaus. Geh weg. Kusch. Kusch. Gehe ich ihm jetzt einfach nach? Ja, ich sollte ihm nachgehen. Joa, jetzt schleicht er aber auch durch die Gegend. Ach, jetzt geht er doch da lang, sagt er. Wie er läuft. Ob er glaubt, man kriegt so nicht mit, dass er hier rumrennt? Ich krieg da trotzdem mit. Wo ist er denn so schnell hin? Sachen gibt's. Warte mal, von hier kam ich doch. Ja, hier komme ich doch im Endeffekt auch nicht weiter. Gibt es hier irgendwo einen Lüftungsschacht, durch den ich kriechen kann? Oh, Menno. Wenn ich jetzt da lang gehe, dann komme ich doch auch nicht weiter. Hä, wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwas finden. Ich weiß nur nicht, was. Das gefällt mir gerade nicht so richtig.
Wo übersehe ich irgendwas? Ich muss euch hier irgendwas übersehen. Ja, ja, aber halt deinen Sensor mal für dich. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Irgendwo soll die Schlüsselkarte sein. Das haben wir ja gemacht. Wo ist die Schlüsselkarte? Hi, Freddy, das Skelett. Überall ist Freddy das Skelett. Immer und immer wieder. Der muss sich auch in jedes Spiel reinmogeln. Der hat auch keine anderen Hobbys. Oh. Scheiße, hat er mich gesehen? Oh, ich hoffe nicht. Oh, ich hab Glück gehabt. Hau ab jetzt, Mann. Ich muss doch hier weiter. Die andere Leute nerven. Nur so zur Abwechslung. Bitte. Ach, Mann. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wo ich das finde, was ich suche. Ich bin mir noch nicht mal ganz so sicher, was ich suche. Das ist das nächste Problem. Hm. Einmal hier rauf gucken. Nein. Da rein gehe ich mal jetzt auch noch nicht. Einmal hier rauf gucken. Nein. Oh, Menno. Ich verstecke mich einfach da gleich in diesem kleinen Schrank. Was ist denn das hier? Sie liegen im Bett. Sie was? Wärme und Geborgenheit. Okay, wenn das simulieren soll, dass ich im Bett liege, dann will ich gar nicht wissen, was das für Flecken sind. Okay, das wäre. Ja, schon. Okay. Ich sollte lieber meinen Mund halten. Sie sind in einem anderen Zimmer, aber nicht weit weg. Ria, solltest du nicht eine Schlüsselkarte suchen und wo kannst du den Code eingeben? Ja, das ist es ja. Ich glaube, den Code kann ich da an der Tür eingeben, wo wir nicht weiterkommen. Und ja, die Schlüsselkarte, ich weiß nicht, wo ich die finde. Das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Hast du eine Schlüsselkarte für mich? Nö. So, vielleicht finden wir ja hier eine Schlüsselkarte. Ich habe keine Ahnung. Nö, eine Leuchtfackel. Boah, ich traue mich eigentlich gar nicht hier richtig rumzulaufen, weil ich jede Sekunde denke, so, da ist es, es frisst mich, es tötet mich. Was ist denn das hier? Nee, hier ist ja auch nix. Oh mein Gott. Okay, von wo? Alter, bleib ganz unruhig. Ah, es ist genau bei uns irgendwo. Boah, ich hasse dieses doofe Vieh. Es schränkt mich in meiner Bewegungsfreiheit ein. Da ist es. Verschwinde! Niemand mag dich! Niemand mag dich! Du hast keine Freunde! Hau ab! Das hat er jetzt gehört, jetzt bringt er mich um. Erst eine große Fresse haben und dann rumheulen. Ne, das sind die richtigen. Eigentlich bin ich zu neugierig, ne? Ich kann mich an dem Vieh eigentlich gar nicht satt sehen. Hä? Wie ist denn das passiert? Scheiße, hat's mich jetzt gesehen? Das kann sein, ne? Oh oh. Das wäre echt schlecht. Für mich. Oh, ist das nervig. Na, was macht es? Es ist weg. Ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass es gleich vor mir steht, ne? Alter. Ist es jetzt weg? Niemand mag dich! Niemand! Jetzt habe ich wieder eine große Klappe. Bis ich gleich wieder tot bin. Nein.
Was hältst du denn davon, mich einfach mal nicht zu sehen? Oh, hier. Guck mal, ich habe ein Loch im Bauch. Ja, toll. Jeder will Löcher im Bauch. Oh. Nein, nicht schön. Ja, Möhrchen. Naja, aber egal, wir haben ja da in der Mitte gespeichert. Wir wissen ja jetzt, was wir schon abgesucht haben, also brauche ich ja jetzt nur noch den Rest absuchen und irgendwo hoffen, diese Karte zu finden. Trotzdem mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause, weil ich eine brauche. Ich muss irgendwo, ich brauche Pause, aber nur hier, das dauert nur 2-3 Minuten und dann bin ich gleich wieder da.